Willkommen zusammen zu einer weiteren Folge hier in Transport Fever 2 von der Highland Mainline-Karte. Ich bin hier mal im Kameratool unterwegs mit den 400 mm Brennweite. Ich finde die Bilder echt cool, so muss ich sagen, mit dieser hohen Brennweite. Während wir hier gerade den Flirt 3 von Abellio verfolgen. Ja, und da hinten, da am Bahnhof der andere Zug. Nice. Und da hinten auch noch ein Städtchen. Und was jetzt neu auf der Karte da ist, dieses kleine schöne Schloss. Eine Mod aus dem Steam Workshop. Ich weiß leider nicht mehr welche. Aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus, das Schloss. Vielen Dank an den Modder dafür. Okay. Wir sind hier in Blue Valley. Zuletzt ist das Spiel, glaube ich, abgekachelt in der letzten Folge. Da habe ich eben schnell noch die Sachen wieder neu zusammengebaut. Und allerdings dann jetzt keine weiteren neue Linien in der Zwischenzeit erstellt. Ein paar Industrien habe ich hier und da noch in der Gegend platziert, sodass wir noch ein bisschen was zu tun haben. Die Frage wäre natürlich, was wollen wir machen? Wollen wir die Industrien weiter anschließen? Oder wie wäre es mal mit einer Linie von Blue Valley hier nach Cauldron rüber? Und dann könnten wir uns vielleicht noch irgendwo eine dritte Stadt platzieren. So. Hier so. Machen wir das doch mal. Stadt, Kapazität, ja, nehmen wir mal Mittel. Ja, wobei, lassen wir die erstmal auf klein. So. Bindo. Vermutlich ist es Bindo, aber ich spreche es jetzt einfach Bindo aus, weil es alles jetzt hier eingeenglischt ist. Weil, warum auch nicht? Gut, was wir auf jeden Fall machen, ist dann erstmal gucken, welche Gleise wir nehmen. Vermutlich hier irgendwie die beiden Gleise. Und dann mit den Gleisen einmal raus, hier so um die Kurve und dann der Bahnhof von Cauldron. Können wir entweder hier hinstellen oder hier so am Wasser. Ich habe leider keine gebogenen Bahnhöfe. Gucken wir mal, was wir an Bahnhöfen haben und machen das mal davon abhängig. Ich würde sagen, Gebäude, Personenbahnhöfe. Ja gut, Bahnhof Leipzig wird sich jetzt nicht so gut anbieten. Hauptbahnhof Berlin. So viel zum Thema gebogene Bahnhöfe. Wollen wir hier schon den Hauptbahnhof Berlin verwursten? Weiß ich nicht. Mal gucken. Kanjis moderner Hauptbahnhof ist leider, funktioniert bei mir leider nicht. Also hier wird sich der Berliner Hauptbahnhof schon echt gut lohnen. Und zwar mitten im Zentrum rein, ne? Genau einmal so hier rein. Oder wollen wir den woanders hinpacken? Ich meine, wir haben ja noch ein paar Städtchen hier vor uns in der Gegend. Also von daher. Ja, ich würde sagen, wir machen einen Kompromiss. Nicht den Berliner Hauptbahnhof, dafür einen aber trotzdem ziemlich genau hier im Zentrum. Dafür packen wir einmal den Bagger raus und werden ganz viele Leute hier mal enteignen. So, weg mit dir. Nein, nicht die ganze Stadt. So viel wollte ich jetzt auch nicht. So, weg mit dir und du auch. Du auch. Und tschüss. Ja, okay, gut, jetzt habe ich irgendeine Verbindung gekappt, ne? Ja. Kriegt ihr noch später wieder. Nehmen wir mal diesen Bahnhof, machen den viergleisig, machen den länger die üblichen 320 vielleicht. 760 mm, Breite des Bahnsteigs 5 Meter, Bahnsteig 2011, Oberleitung ja. Bahnsteig, Eingang an der Vorderseite, Treppe, ja, nee, kein Versatz bitte, Eingang an der Rückseite keiner, wobei doch, eine Treppe wäre nicht schlecht. Head Entry 9, verbinde Bahnsteig mit Überführung, Dach, ja, machen wir ein bisschen länger, sagen wir mal 200 Meter, Aufzüge neben den Treppen, jawohl. Dann drehen wir dich einmal hier rein. Wenn ich den Zipfel wegmache, könnte das vielleicht funktionieren. Yes, das funktioniert. Und zwar so. Jetzt müssen wir den Bahnhof allerdings noch anschließen. Dazu brauchen wir allerdings noch ein Passagiergebäude.
Vielleicht bei Verschiedenes? Nee. Bei King's Cross, was haben wir denn da? Nee. Cargo Shed. Cargo. Mittleres Nebengebäude. Achso, das ist aber alles Cargo, ne? Ja. Passagiergebäude. Nehmen wir mal hier den Klassiker. Ja, wobei, hier so ein altes hätte ich gerne. Aber dafür dann ein wenig größer. Hier hin. Und auf der Rückseite auch noch. So, genau. Dann schließen wir dich mal an. Städtische Straßen, einmal bitte den da. Und du einmal hier rein. Vielleicht ohne das Gebäude zu killen. Na? Na? So, und ja gut, hier muss mindestens ein Gebäude dran glauben. Und tschüss. Und du bist bereits angeschlossen, aber hier noch gerne trotzdem der hier. Vielleicht setzen wir direkt hier eine Bushaltestelle hin. Dann haben wir die schon mal. Vielleicht machen wir das so. Und dann. So. Genau. Die Frage ist, kommen wir jetzt mit den Gleisen hier eigentlich noch um die Kurve? Nehmen wir hier mal ein neues Gleis. Jawohl, es funktioniert. So. So. Und so. Knapp hoch. Knapp, aber es klappt. So. Und ihr jetzt erstmal mit einer Weiche hier rein. Das wird vielleicht noch irgendwann umgebaut. Achso, wir hätten vielleicht noch direkt weiter die Kurve machen sollen, ne? Ja, okay. Vielleicht sollte man erst gucken, wohin man baut und dann. So, nämlich einmal so. Können wir mit den Gleisen noch in die Richtung irgendwie? Ah, es ergibt nicht so viel Sinn. Machen wir erstmal hier die Weiche, dann haben wir das. Na, wie Krümmung zu groß. Mach doch nicht so. Komm schon. Jetzt nochmal. So, geht doch. Die Straßen wollen die zurückhaben, ne? Wie machen wir das? Ich würde sagen, wir machen einen Bahnübergang. Erstmal. Erstmal. Es kann sich eventuell noch ändern. So, jetzt haben wir das. Dann können wir das Spiel laufen lassen. Vielleicht baut die Stadt sich wieder hier neu auf. Hier vorne übrigens der Bus, ne? Der Fernbus, der wird angenommen. Ich habe auch vorhin noch mal ganz kurz geguckt. Wo ist er denn? Hat auch. Ah, vorhin hat er noch Plus gemacht, tatsächlich. Vorhin war er kurz im Plus. Gut, aber eventuell haben wir dann mehr Nachfrage, sobald hier dann auch ein Zug ankommt. Dann haben nämlich die Passagiere mehr Ziele. So, wie machen wir das denn hier? Ja, einmal hier um den Bergkamm herum. Also praktisch einmal so. Musst du unbedingt aufwärts bauen? So vielleicht. Kurzer Tunnel wäre in Ordnung. So. Und dann. Naja, komm, komm wieder raus. Schütten wir auf. Geht nicht. Geht schon. Es geht alles. So. Und dann, ja, geradeaus mehr oder weniger weiter.
So. Kriegen wir einen nicht ruckelnden Bahnübergang hinten? Nein. Also einmal bitte für die Bahn Platz machen. Und hier gibt es vielleicht eine Brücke. Und zwar eine ländliche Straße bitte, nämlich die da. Nee, die Oberleitungen sind in der Brücke drin. So aber nicht. Brückenpfeilerkollision. So nicht. Genau. So. Und was machen wir mit der Straße? Ja. Können wir die vielleicht mit einer Brücke hier nochmal drüber führen? Ja. Wir können. Nein. Nein. Na, wobei. Aber die hat keine Pfeiler, ne? Nee. Ja. Dies passt. So und zack. So, liebe Autos, jetzt habt ihr genug Möglichkeiten, wie auch immer ihr fahren wollt. Okay, die Brücke wird hier vermutlich nicht mehr angenommen. Ist ja auch egal, braucht uns nicht zu kümmern. So, wo wollen wir denn hier rein? Da würde ich sagen, einmal hier hoch. Ich bin geneigt, die Straße hier abzureißen, ehrlicherweise. Und hier auch noch praktisch die Hochbahn zu machen. Also praktisch einmal so. Und jetzt wirklich runter aufschütten. Nämlich so. Zweites Gleis. Das ist fast schon ein bisschen zu tief. Die Frage ist, kriegen wir hier einen Bahnübergang hin? Ohne dass es alles unnötig ruckelt. Ja, es geht. Ist, glaube ich, okay. So, und Gleis 2. Und wo sind wir jetzt stehen geblieben? Da hinten. Ja, das können wir in einem durchziehen. Das meandert so ein bisschen vor sich her, aber das ist in dem Fall in Ordnung. Bin eigentlich nicht so ein Fan davon, aber hier geht es klar. Das geht aber nicht klar. Das liegt nicht wirklich an. So. So. Und so. So, einmal hin und her gewichen. Bisschen geplättet. So, dann sind wir hier vorne angekommen. In Cauldron. Jetzt wollten wir allerdings noch die Linie weiterführen und zwar bis nach Bindow hier vorne. Bindow könnte einen riesigen Bahnhof bekommen, oder? So ein fetten Kopfbahnhof, weil hier ist halt nicht so viel in der Gegend. Du kriegst trotzdem einen großen Bahnhof, nämlich den da. Ja, das passt auch von der Konfiguration her. Ich hätte gern diese Farben hier, das sieht ganz interessant aus. Straßen ist okay so, Straßenbahngleise nein. Eieiei. Es ist ja größer als die Stadt. So. Und vielleicht kriegen wir das hin, ohne die ganzen Gebäude dann nochmal zusätzlich zu zerstören.
Ach, come on. So. So. Und jetzt noch eine Straße. Städtischer Art. Wir müssen hier mal so ein bisschen plätten. Ein bisschen aufgeschüttet, damit das nicht ganz so doof aussieht. Ja, kostet jetzt unglaublich viel Geld, aber was soll's. So, und jetzt Sträßchen hier hin. So, und du einmal da rein. Genau. Ups. Das war nicht das, was ich beabsichtigt habe. Besser. Auf so einem ziemlichen Sockel steht die Stadt, ne? Also, wie kommen wir denn jetzt von hier nach dort? Indem wir erstmal mit diesen Gleisen hier rauskommen. Das gilt schon mal, das ist gut. Auch das geht. Ja, die Stadt wird uns dafür hassen, aber was soll's. Einmal da rein, einmal da rein. Ja, das gefällt mir vom Layout eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und dann ja, werden wir uns hier erstmal so entlang der Straße schlängeln. Bleib mal nicht ganz so steil im Aufstieg. So, okay, das ist ein bisschen vom Winkel her nicht ganz richtig. So, ein sehr kurzer Tunnel. Finde ich gut. Okay, doch nicht. Kümmere ich mich später drum. So. Hier dann gerne eine Brücke. Ja. Ja, und jetzt heißt es einmal in den Gotthardtunnel rein. So. Und so. Dann nehmen wir mal hier irgendwie so ein Gleis.
so. Komm schon, Autosave. Danke. Und so. Und jetzt machen wir einmal den hier. Das mit einer Brücke. Was mit der hier? Aber hier hätte ich gerne doch auch einen Aufschüttung. Also einmal da rein und die Aufschüttung auswählen. Und einmal verbinden. So, jetzt ordentlich hier mitarbeiten. Das nicht mehr ganz so bekloppt aussieht. Was auch immer hier mit diesem Tunnelportal passiert ist. Nehmen wir mal das hier. Und mal da rein. Schon besser. Hier dann auf jeden Fall noch eine Weiche. Und Signale. Einmal hier, einmal vor der Brücke. Einmal hier im Tunnel. Nochmal. Und nochmal. Dann hier draußen auf der Brücke einmal. Dann hier einmal vor dem etwas missratenen Tunnelportal. Da. Dann einmal hier vor dem Bahnübergang. Hier die Ausfahrtssignale. Ich glaube, den habe ich falsch gesetzt, ne? So. Weiter geht's. Einmal zack, 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 zack. Einmal hier hin. Wir können das Spiel, glaube ich, weiterlaufen lassen. Genau. So. Und einmal dahin, einmal dorthin. Dann einmal von hier nach da, nach dort und wieder zurück. So, hier in Cauldron Transfer. Einmal bitte in die 1 rein auf dem Weg, das passt. Da vorne in dem Bahnhof ist es mir egal, wo der Zug drin ist. Und hier passt es soweit auch. Dann ist das hier. Blue Valley Cauldron Bindo. Genau, dann haben wir das. Dann kommen wir mit unserem Depot nicht in diese Gleise rein. Es sei denn, wir bauen hier noch kreativ eine weitere Weiche. Und das machen wir jetzt auch mal. Einmal hier, so. Und zack. Was nehmen wir für einen Zug? Ich würde sagen, einen Lokbespannten. Und zwar, warum nicht eine Baureihe 120 in ZDF-Express-Lackierung mit Interregio-Wagen, 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 noch mehr Interregio. Ach, schau an, der Flixtrain ist hier auch noch einer und ein
Steuerwagen. Und du kommst dann jetzt bitte einmal auf die Linie. Wunderschön, dann brauchen wir jetzt 120. Achso, jetzt sind wir hier hinten im Steuerwagen. Also die Post aber auch schön, ne? So von innen. Gar nicht mal so schlecht. Hier fehlt nur die Oberleitung. Also hier hinten. Der ZDF-Express mit uns kommen sie in Fahrt. Sehr schön. So, dann walte deines Amtes und hoffentlich bringst du uns ein wenig Plus. Ja, die komplette Stadt ist hier angeschlossen, das ist schon mal nicht schlecht. Hier ist ein bisschen Stau. Weil du hier einfach stehst. Maren Schröder. Was ist mit dir? So, hier stehen auch endlich Fahrgäste. Das ist gut. Und hier hinten noch nicht. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir die mal fahren. Eine Mitfahrt lohnt sich, glaube ich, an dieser Stelle noch nicht wirklich. Denn so viel ist hier noch nicht los. So viel gibt es noch nicht auf der Karte zu entdecken. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, ist schon fast hier. Wobei, die paar Meter können wir jetzt einfach mal mitfahren. Also zumindest jetzt bis zum nächsten Bahnhof. Ja, eigentlich ganz schön. Schöner Urlaubsort hier. Super, dann haben wir das schon mal erledigt. Gut, dann haben wir eine weitere Passagierlinie. Das wird natürlich nicht die einzige bleiben hier in der Gegend. Denn was vielleicht auch sinnvoll ist, ist, dass wir vielleicht eine Direktverbindung von Blue Valley nach Arrowhead schaffen. Das könnte vielleicht funktionieren. Oh, was ist denn hier alles an Zeugs, was hier rumliegt? Eieiei. Wisst ihr was? Ich glaube, wir brauchen einen zweiten Mainline-Zug. Das machen wir jetzt auch noch. Ich glaube, das könnte sich lohnen. Kommen wir mit den da rein. Mit den Gleisen. Nein. Außen hier ein Depot, das wir benutzen könnten. Das auch nicht. Das hier. Es wird Zeit für einen zweiten Mainline-Zug. Elektrisch. Also eine 189 haben wir schon. Wie wäre es dann jetzt mit einer... Was passt denn so gut im Bereich Güter? Actor Rail Vectron haben wir eigentlich schon auf der Karte. Hier den Beethoven Taurus. Wobei, den haben wir auch schon. Ja, dann nehmen wir mal eine 185. Also wenn das nicht auf der Karte zu einem Güterzug passt, dann weiß ich auch nicht. Hier, und zwar nehmen wir mal Captrain, Dompteur gesucht.
Cargo, und zwar jemand, der alles transportieren kann. Ihr nicht. Ihr könnt auf jeden Fall alles transportieren hier, das weiß ich. Die auch nicht, die nicht, die nicht, die nicht, die nicht. Die können auch recht viel transportieren. Nee. Auch nicht. Autotransporter, nein. Nein, nein, nein. Dann bleibt es bei den hier, bei den Gelenktaschenwagen. Hier ein paar von denen, ein paar von denen. LKW Walter. DB Schenker und Tabakleut. Und dann ist das unser zweiter Zug für die Mainline. Jetzt zum Ende der Folge nochmal was gegönnt. Also nur gucken, wo ist denn unser anderer Zug? Zug? Wo bist du? Okay, der ist da hinten in dem Bahnhof. Also fahren jetzt nicht hintereinander her. Von daher passt das. Gucken wir mal direkt, wie viel der hier aufladen kann. Warte auf meine Wege. Ist das überhaupt dein Gleis hier? Müsst du. Der endet hier. Gut. Ich habe mich schon gefragt, warum der jetzt nicht eigentlich auf dem rechten Gleis bleibt, aber dann passt das ja. Also ja, Arrowhead ist ja momentan noch praktisch die Endstation. Also Ladekapazität von 252. Mal gucken, ob er das jetzt voll bekommt. Müsste doch mal eigentlich. Und hier liegt immer noch Zeug. Nahrungsmittel MLR. Was ist denn hier? Okay, ist auch gut unterwegs. Dann passt das. Gut, dann danke ich euch ganz herzlich fürs Zusehen. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.